Die GWD-Pressekonferenz wird Ihnen präsentiert von der Anwaltskanzlei Peter Jahn für den Fall der Fälle. Ja, ich öffne die Pressekonferenz nach dem heutigen Spiel GWD gegen den deutschen Meister THW Kiel. Endstand 23:32. Die Zuschauerzahl war 2890. Ja, wie das so üblich ist, das erste Statement vom Gast. Alfred, deine Einschätzung zu diesem Spiel? Ja, also erstmal ein großes Kompliment an meine Mannschaft, dass wir hier geschafft haben, gut zu spielen und zu gewinnen. Das war, wir wussten ganz genau, wie gefährlich dieses Spiel sein würde. Wir haben auch gesehen, dass gerade zu Hause Minden eine sehr starke, in letzter Zeit sehr starke Leistung geboten haben. Und deswegen war es sehr, sehr wichtig für uns, dass wir von Anfang an hellwach sind und besonders in der Deckung gut stehen. Und das ist uns, denke ich, gelungen. Wir haben auch in einem Angriff Großteil sehr diszipliniert gespielt und deswegen denke ich, dass am Ende, dass wir verdient gewonnen haben. Aber sonst war das schon ein eigenartiges Spiel, aber lasse ich da mehr reinzugehen in dieses Thema. Aber Kompliment an meine Mannschaft, das war sehr, sehr wichtig für uns. Ja, Goran, sagst du ein bisschen auch noch was zu dem eigenartigen Spiel. Auf jeden Fall haben wir alle gesehen, die erste Halbzeit war nicht so ein großer Unterschied festzustellen. Da haben wir eine durchaus gute Leistung gesehen, auch von unserer Mannschaft. In der zweiten Halbzeit war eigentlich dann relativ klar, wer der Chef im Ring ist. Guten Abend an alle. Glückwunsch an Alfred und seine Mannschaft. Die haben sicher verdient gewonnen. Ich glaube, etwas zu hoch. Wenn ich jetzt über eigenartige Spiel sprechen würde, würde ich ja wahrscheinlich von unserer Liga da eine saftige Strafe kriegen. Das will ich nicht. Und das ist nicht das erste Mal. Aber trotz allem haben wir in 40 Minuten wirklich einen sehr, sehr soliden Handball gespielt, obwohl wir fast ganze Zeit ohne einen Abwehrspieler waren. Schade ist natürlich, dass uns Kosina ausgefallen ist, relativ früh. Und ich will das nicht schwarz malen, aber es sieht sehr schlecht aus. Könnte sein, ein längerer Zeitausfall. Das wäre natürlich ein gravierendes Problem für uns. Wir haben ja Wille gezeigt, wir haben gekämpft, was im Melsungen nicht der Fall war. Aber heute waren wirklich einige Argumente gegen uns. Wir haben nicht gut genug gespielt, aber auch Außenstehende haben da sehr viel beigetragen, dass wir nicht eine optimale Leistung bringen konnten. Und am Schluss das zu korrigieren mit blöden Entscheidungen, das war wirklich lächerlich. Das war ein Zirkus. Trotzdem denke ich, dass wir viel besser spielen müssen und können. Und wenn wir da Punkte holen wollen, jetzt Magdeburg, Wetzlar, Lübeck, Bietigheim, dann wird das einiges bessere Leistung verlangt von uns. Ja, kommen wir nochmal drauf. Ich habe ja im Spielinterview mit Arne auch drüber gesprochen. In der zweiten Halbzeit war dann einfach die Kraft nicht mehr da. Liegt das auch daran, dass dann zwei wichtige Spieler ausfallen mit Florian und mit Koslina? Vielleicht auch noch ein Wort zu Florian. Er hat ja einen Ball abgekriegt vom eigenen Mann. Hast du irgendwas gehört, wie es ihm geht? Es geht ihm noch immer nicht gut, weil das ist sehr wahrscheinlich eine Gehirnerschütterung. Nach meiner Prognose, es ist nicht irgendwas, was ich von Ärzten gehört habe, aber es ist wirklich ein harter Wurf gewesen vom Rambo. Hat ihn direkt getroffen, aber ich glaube, in 2-3 Tagen ist das wieder gut. Kosina, sicher sehr, sehr viel schwieriger Ausfall, schwerer Ausfall. Kräfte sind sicher nicht so vorhanden gewesen wie bei Kiel, weil die können nach Belieben wechseln und alle spielen auf höchstem Niveau. Das ist bei uns nicht der Fall gewesen, aber trotz allem, Mannschaft hat gefightet. Ich glaube, trotz hoher Niederlage hat das für Zuschauer auch Spaß gemacht. Wir haben ja auch schnell gespielt, probiert einiges. Heute war Gegner etwas zu stark, um irgendwas zu bewegen. Trotz der äußeren Einflüsse, die du schon angesprochen hast, die meisten ja auch gesehen haben, muss man aber auch vielleicht auch kritisch anmerken, es gab Undiszipliniertheiten, die dürfen wir uns einfach nicht leisten, wenn wir eine Chance haben wollen. Ganz genau, vor allem nicht gegen Kiel, Rhein-Neckar Löwen oder Flensburg. Darf man nicht so unkonzentrierte Abschlüsse suchen, einfach technische Fehler haben und so, sonst die Top-Mannschaften bestrafen, da sofort mit Gegenstoßtoren. Das war auch heute so. Wir müssen das sicher in den Griff kriegen. Die technischen Fehler haben wir in Melsungen auch gemacht, deswegen auch hoch verloren.
In Magdeburg wird das nicht einfacher, wird das genau gleich schwer wie heute oder letzte Spiel im Erzurum. Das heißt, Disziplin muss her. Ja, ganz zum Schluss, nachdem ein Mittelmann gar nicht da ist und der andere ausgefallen ist, hast du Moritz auf die Mitte gebracht. War das jetzt aus der Not geboren oder war das so was, was du im Hinterkopf hattest? Das ist eine Idee, die wir schon länger ausprobiert haben. Der Moritz könnte auch im nächsten Spiel vielleicht in die Mitte kommen. Oder, ist sehr wichtig für uns im Abwehr, weil er sehr engagiert ist. Er bringt auch immer gute, positive Stimmung. Es könnte auch Variante werden, weil Moritz hat Erfahrung und technisch ist er versiert, relativ schnell, könnte was bringen. Ja, du hast ja eben gesagt, du hast es ja selbst ins Spiel gebracht, ein bisschen eigenartiges Spiel. Mit dem Spielverlauf oder mit dem Ergebnis bist du auf jeden Fall zufrieden. Gibt es bei dir dann noch irgendwelche Dinge, die du jetzt auch für die weiteren Aufgaben sehen kannst aus so einem Spiel? Du hast ja am Ende nicht gesagt, ich bringe jetzt die zweite Bank, sondern du hast ja bis zum Schluss eigentlich auch immer wieder deine Spitzenleute gebracht. Ja, eigentlich gibt es ja keine zweite Bank bei uns, wie Goran noch sagte, aber nein, das ist so, dass wir haben sehr, sehr viele Spiele in Knochen und wichtig für uns heute war, also es war jetzt das erste Mal, dass Aaron Palmason etwas länger spielt wieder, der hat Kurzeinsatz in Logroño gehabt vor 3 Tagen und er hat jetzt sehr, sehr gut gespielt, fand ich. Wir haben allgemein, glaube ich, ziemlich gut gespielt. Wir haben aber auch ungewöhnlich viele 2-Minuten-Streifen bekommen. Nein, aber wie gesagt, nein, wir wussten gar nicht. Ich habe auch gesehen, Berlin hat hier verloren, Hamburg war hier komplett chancenlos und in vielen anderen Spielen, auch auswärts, hat Minden super gespielt. Sicherlich haben die große Probleme mit Verletzungen und gerade nach Belbia Ausfall, dass Koslina auch noch ausfällt, das ist natürlich kaum zu verkraften, weil es sind sehr, sehr wichtige und gute Leute hier. Und wir haben einfach gar nichts unterschätzt. Wir haben bis zum Ende kämpfen wollen und egal, weil auch Minden ist eine sehr gute Mannschaft. Und ich hatte ja auch mit Hodi Kost vorher gesprochen. Also ich denke, dass Minden wird ja nach und nach immer die Tabelle hochklettern, weil die auch eine richtig starke Mannschaft. Natürlich ist es fair, wenn eine Halblinksposition komplett ausfällt. Das ist würde ich auch nicht gern haben bei mir. Aber wie gesagt. Wir sind hier damit gekommen, um unbedingt um alles geben zu müssen, um hier zu gewinnen, haben wir auch gemacht am Anfang und nur deswegen fanden wir so gut das Spiel. Ja, danke Alfred. Ich muss jetzt die Gelegenheit nutzen, das Jahr geht langsam zu Ende, doch nochmal auf die Heimspiele zu kommen. Da kommen jetzt 2, 3 ganz wichtige. Du hast ja das Magdeburg-Spiel schon angesprochen. Da kann man gut aussehen, da muss man nicht unbedingt gewinnen, aber man will auch gut aussehen. Aber dann kommt das Pokalspiel, da geht es nicht um Punkte, aber um ganz, ganz viel, auch für die Mannschaft, für den Verein. Und dann kommt das Derby. Hast du jetzt schon deine Augen auf diese Spiele gerichtet oder denkst du immer nur ans nächste Spiel? Ach, natürlich denkt man immer nur ans nächste Spiel, vor allem wenn das so dichtes Programm kommt, wie bei uns jetzt im Moment kommen würde. Wir haben gar keine Zeit, um groß nachzudenken, vom Spiel zu Spiel. Einfach gucken schnell und probieren, beste Leistung abzurufen. Wir haben ja geplant oder so uns vorgestellt, dass wir bis Saisonende, oder das erste Teil, wenn das erste Teil fertig ist, so um 14 Punkte haben sollen. Und wenn das der Fall ist, sind wir zufrieden. Wenn wir auch 13 haben, ist das nicht schlimm, weil im nächsten Teil haben wir ja dann alle Spieler an Bord und können wir richtig gute Handball spielen und Punkte holen. Ja, danke. Fragen der anwesenden Journalisten. Ja, da habe ich eine. Mikrofon kommt. Kleinen Moment. Ja, Herr Perkovac, ich wüsste ganz gerne, was Sie wohl dazu sagen, wenn 2 Ihrer Spieler gleichzeitig wegen Meckerns eine 2-Minuten-Strafe kassieren? Zweite weiß ich nicht, was habe ich nicht gesehen. Aber erste war so, dass der Aljoscha Schmidt zum Schiedsrichter gegangen ist, hat sich gar nicht aufgeregt, sondern hat ihm gefragt, war Winczek nicht in 6 Meter vielleicht bei dem Wurf? Und sofort 2 Minuten. Ich glaube, besser sage ich nicht, sonst könnte ich da eine Strafe vom DHB oder DKB kriegen. Es ist natürlich undiszipliniert und das darf man nicht machen.
Aber heute war das so offensichtlich, dass ich als Trainer auch nichts dagegen sagen kann. Ja, und dann ist mir aufgefallen, also ein ganzer Fanblock ist nach der Pause nicht mehr zurückgekehrt in die Halle. Wissen Sie warum und was sagen Sie dazu? Ich glaube, da kann der Trainer gar nichts dazu sagen. Ich kann nur sagen, was ich gehört habe. Unsere Ordner sind eingegriffen, weil einzelne Mitglieder aus diesem Block Kieler Spieler verbal tief unter der Gürtellinie angegriffen haben. Und der Ordnungsdienst hat einen von denen der Halle verwiesen und dann sind sie halt alle hinterhergegangen. Bei uns hat jeder das Recht, die Halle zu verlassen. Das können wir leider nicht ändern. Das ist das, was ich bisher weiß. Aber ich glaube, da gibt es Gespräche noch mit dem Management. Weitere Fragen hier an die beiden Trainer? Das ist nicht der Fall. Dann wünschen wir dem THW wie immer viel Erfolg. Schlagt alle Gegner, die uns gefährlich werden können. Das ist wichtig. Und wir hoffen und sehen uns hier wieder am 17. Dezember, wenn es im Pokal dann gegen Göppingen geht. Dankeschön.